Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Heute nochmal mit einem PKW und zwar den BMW 728i Polizeiwagen. Ja, schick, ne? So richtig oldschool. Richtig oldschool Polizeifahrzeug, wie man heute nur noch im Museum sieht, denke ich. Wir haben natürlich nicht viele Konfigurationen, aber wir schauen mal, was wir machen können. Das ist nicht viel. Wir können einmal das Nummernschild hier vorne ändern für Königsberg und für Mittelberg. In Hessen ist das, glaube ich. Ne? Kann das sein? Ist das Hessen? Weiß ich nicht. Egal. Sieht aus wie Hessen, ja. So, und wir können einmal oben die Rundumleuchten ändern. Das sind einmal diese doppelten und einmal das Einfache, was früher die Fahrzeuge auf dem Dach hatten. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber so war es früher. So, dann werden wir uns das Ding mal anschauen, wie immer. So, zack, sollte jetzt eigentlich auf dem Hof stehen. Da steht er, schauen wir uns das mal an. Also von der Textur her kann man nicht meckern, das BMW-Emblem kann man super erkennen. Auch die Lampen bzw. Scheinwerfer vorne auch top. Das Nummernschild ist auch nicht verpixelt oder irgendwas anderes. Und auch an der Seite hat sogar BMW-Felgen drauf, so wie man sieht. Und auch hinten auch alles tippitoppi. Also da kann man nicht meckern. So, dann gehen wir mal rein. Von innen sieht es dann so aus. Es ist eine Automatik und so wie es aussieht auch Ledersitze. So, als die Control sieht man, habe ich schon an, mehr oder weniger. Und das gucken wir uns gleich mal an, wie sich das hier alles verhält. Ja, schauen wir mal, als die Control sollten Türen eigentlich aufgehen, zugehen. Das Übliche. Ich denke mal, das ist mittlerweile bekannt, dass man so die Türen auf und zu macht. Ja, das hatte ich schon mal. Hinten sollten sie auch aufgehen, dass sie nicht aufgehen, zugehen. Warum auch immer, geht nicht. Muss man, glaube ich, aussteigen. Also ich bin mir jetzt nicht sicher. Machen wir es so. Ja. War ja wieder klar. Also von außen geht es dann komischerweise. Warum auch immer. Egal. So. Ansonsten hinten halt kann man noch die Türen auf und zu machen. Und das sollte es dann auch hier drin gewesen sein. So wie es aussieht. Gucke nochmal von außen. Da sollte es. Ja, gut, den Kofferraum. Aber den müssen wir jetzt nicht aufmachen. So, gehen wir nochmal rein. Gucken nochmal so. Zack, dann gehe ich nochmal raus. Dann machen wir nochmal den Blinkertest, den wir immer machen. Und dann bin ich mal gespannt. So, Blinker links, Blinker rechts. Mitte läuft. Natürlich die Scheinwerfer hinten bzw. Rücklichter. Dann das vorne gibt auch Blinker, Blinker, Blinker und das Licht sowie das Fernlicht. So, und nun gucken wir mal da oben hin. Ja, herrlich. Hat natürlich keine Hupe. Ja, die funktioniert irgendwie nicht. Das ist auch nicht so schlimm. Aber macht schon ein bisschen was her, finde ich jetzt. Ist ein lustiges Fahrzeug. Kann man halt irgendwo hinstellen, wenn man da so eine Oldschool-Dorfpolizei hat oder so.
kann man den da gut für benutzen. So, dann kommen wir nochmal in. Machen wir das Light mal aus. Dann gehen wir nochmal rein. So, ich wollte nochmal in gucken, ob hier hinten, ob Blinkersound ist schon mal da. Machen wir den Motor an. Aha. Blinker, sie wird auch angezeigt. Einmal links, einmal rechts. Und auch Warnblinker und sogar rechts in der Ecke sieht man auch den Warnblinker. Schön. So, Licht. Ja, läuft auch. Alles perfekt. Wie gesagt, machen wir jetzt mal kurz Test. Vor und zurück. Funktioniert alles. Ich denke, groß umherfahren brauchen wir nicht. Nur, dass man es einmal sehen hat. Hier sich verhält. Ja. Motor aus. Im Prinzip, sage ich mal, war es das auch schon. Ist, finde ich, ein schönes Fahrzeug. Also, ist mal was anderes. Und ich denke mal, der eine oder andere wird sich das auch runterladen und wird damit viel Spaß haben. Also, Leute, wieder einschalten beim nächsten Mal. Ich bin raus. Bis denne. Tschüss.